Salut, retour de Total War, Medieval 2, Kingdoms. Oder so ähnlich, en français. Ja, obwohl wir nur noch ein Drittel von den Städten besitzen, die wir mal hatten, habe ich irgendwie Hoffnung. Frag nicht, warum ich so wahnsinnig bin. Sieht echt scheiße aus hier, oder? Für Popolangen. Aber wenn dies Armee nicht hält, welche Armee dann? Na gut, hier geht eh nicht, aber ich glaube, das schaffen wir. So. Und auch sonst sind wir kräftig am Wiederaufbauen. Klar, was nicht fallen darf, ist Thorn. Bisher unbedrängt absolut. Und eben Marienburg, unsere beiden Topstädte. Popolangen wäre schlimm, weil es in Burg-Königsberg wäre auch schade drum, weil es viel Kohle macht. Aber der Rest darf nicht sein. Rottnau und Bergstock wäre auch verschmerzbar. Aber natürlich, wir wollen wachsen. So, let's go. Autsch. Aber wo? Ne? Steht irgendwo. Wo? Nur wer? Heute machen wir unseren König stolz! Macht ich euch was! Fürchte nicht. Das werden wir verlieren. Ja, ich bin optimistisch. So. Toll. Tolle Lage. Die müssen berghoch durch eine enge Gasse. Eigentlich toll zum Verteidigen. Hallo? Warum? Na, wie ätzend. Ist das denn... Gut. Die spielen mit. Die auch. Die auch. Die jetzt hoffentlich auch. So. Nicht wegrennen. Ich glaube, brennende Pfeile bringen da nichts. Du auch nicht wegrennen. Genau. Alles schon umkämpft. Gehen die vor? Nein, gehen nicht vor. Pappnasen. Auch Pappnasen. Gut, dann eben so. Let's go. Die schießen uns. Die schießen uns ab. Klarer Fall. Müssen wir durch. Oh je. Aber sehr empfindlich. Wir können nicht vor, diese Millionen von Bogenschützen knallen uns ab, wie die hassen. Der Feind rammt die Tore ein! Verflucht! Der Rambock des Feindes ist durch unsere Tore! Ja, müssen die durch? Gott schütze uns! Die Feinde haben die Mauern! Kümmert euch um die Verteidigung! Sonst ist alles verloren! Betet, dass sich der Verlauf der Schlacht ändert! Denn die Niederlage scheint fast sicher! Wir können es nicht ändern. Unser närrischer General hat sein Leben weggeworfen. Vermutlich unsere Chancen auf Sieg gleich mit. Habt Mitleid, Herr.
Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Der Herr schütze uns. Wir haben so heute eine empfindliche Niederlage erlitten. Ja, verloren. Klare Niederlage, das passt. Tja. War nicht zu halten, finde ich. Das schöne Ahrensburg. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. We will be back. Ich predige bis in die Morgenstunden, mein Herr. Es gibt eine neue Entdeckung, welche die Kriegsführung entscheidend verändern könnte. Oh je. Sehr gut. Faire Herrschaft. Wir brauchen nichts mehr. Wir sind im Minus. Tja. Die Angreifen bringt nichts. Wir haben kein Geld, wir können nichts bauen, nichts rekrutieren. Nada. Ja, die haben Minimum. Und die... ja, sind am Weiterbilden. Was brauchen die noch? Die brauchen noch... ein davon und ein davon, ne? Das tun wir gerade. Ja, sind wir gerade am Fortbilden. Also einen Zug warten, dann reichen wir das nach. So, perfekt versorgt. Ja. Geplanter Gewinn minus 100. Dafür haben wir dann truppenmäßig ausreichend Truppen zur Verfügung stehen. Blastok lässt mal in Ruhe. Weiß nicht warum. Rottner. Können die auch irgendwas dazu beitragen? Nicht so viel, ne? Wenn wir Geld haben, ziehen wir die ab und tauschen die gegen Truppen aus. Sollen wir zusammenlegen? Eure ja. Befehle? Macht natürlich Sinn. Habt ihr schon recht. Ja! So. Mir geht er auch nicht. Mein König! So. Gut, weitermachen. Ja, kommt. Kommt ruhig. Gott steht uns bei. Unsere Feinde belagern. Oh! Tausend Gulden. Davon merke ich aber nichts. Meiner Kasse. Das haben wir gebaut, okay. Trotzdem Produktionsstopp, wieso eigentlich? Gibt es eigentlich wieder irgendwo automatische Rumbauerei? Nein, das baut niemand was. Oh, hier. Warum? Das verstehe ich echt nicht. Warum ist das so eingestellt? Guckt euch an. Die Partner aus dem Bauen machen, was sie möchten. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das doch gar nicht. So. Spieloption. Zurücksetzen. Nein, eben nicht. Ohne. Eben. Tja. Ich weiß echt nicht, warum der automatisch baut, der Arsch. Nur steuern, ne?
abschlecken. Also nichts ausgeben. So. Ich würde sagen, es gab nur eine Minischlacht bisher. Auch die müssen sich erholen. Also, let's go. Einmal noch. Die Polen. Was wollen die Polen? Okay. Bisschen wieder im Plus. Und Rotten ist nicht mehr belagert. Geht's denen so gut? Naja, mangels Alternative, komm. Oder noch irgendwas. Was bringt das? Diplomat? Ja, wäre auch nicht schlecht. Frieden machen. Handelsgütern, Ledergerber. In der Reihenfolge, hm? So. Zack. Bomber Rottner aus. Plus ein Ritter. So, wenn wir das haben, dann sind wir happy. Unsere Sondertruppen eigentlich. Sind jetzt weg. Gut, hier haben wir keinen Anführer. Hier haben wir einen Anführer. Hier haben wir auch einen Anführer. Hier haben wir auch einen. Hat man nicht irgendwo zwei dazu bekommen oder sowas? Uah, ist nur einer. Okay. Wisst ihr was? Noch eine. Stellung halten! Sie belagern uns! Noch ein Plus. Polen mag uns. Das kann nicht schaden. Rotundschop ist okay. Gesamt 1000, wie passt nicht mit dem Kontostand überein, den ich ja sehe. Aber okay. Rotten ist belagert, aber immer noch hübsch. Ein kurzer Blick. Genau, passt. Wollen wir hier einmal Reiter? Ja, ne? Braucht man, falls wir einen Ausfall machen müssen. Supi, echt supi. Die Geistlichen bringen eigentlich hier nichts, ne? Und ich kann auch nicht mehr aufbauen. Also werden wir die abziehen. Eure Befehle? Ja! Abrücken! Ab nach Königsberg. Und hier nur starke, nachvollziehbare Truppen. Halten. Nochmal so ein. Wir haben schon drei. Nee, das muss uns nicht lang. Muss erstmal lang. Langt auch. Ja. Hier kommen schon die Jaroslawl, die Novgoroder. Ja, weiter beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Lieblings-Let's-Player Nebulon. Bis bald.